Oh mein Gott. Kommen die? Ah, hier geht, glaube ich, gerade. Steht am Server dran. Aber da ist, glaube ich, noch einer, der ist gerade unterwegs. Ich meine, ich habe ja gespeichert, ich kann jetzt mal durchlaufen und versuche jetzt hier hin direkt zu kommen. Ja, besser ist es. Ich weiß nicht, ob die offen ist. Du alter Lacker, ey, das gibt's doch gar nicht. Alles voll. War die nicht da links hinter dir? Nee, doch. Nee, die ist gerade durch jetzt. Ach, da. Okay. Wollen wir da mal drauf zugreifen? Bitte. Vielleicht eröffnen sich uns ja ganz neue Wege. Glaube ich zwar nicht, aber. Ah, okay. Ach, cool, du hast sie gerade gegrillt. Die tot? Die Oh. brennen auf jeden Fall. Die liegen da. Kaputt? Ja, geil. Kaputt? Jetzt Kaputt! hätte man das mal früher gewusst. Ah! Kaputt gemacht! Nice! Geile Meile, 3 Stück gleich. Sehr schön. Ey, ich wette mit dir, das ist ein richtig unglücklicher Zufall, dass die jetzt alle 3 hier waren. Ich glaube, die sind hier eigentlich gar nicht alle. Das ist aber wirklich ein mega guter Zufall gewesen, auf jeden Fall. Vermute ich jetzt mal, weißt du, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil du die einmal kurz getriggert hast und dann. Ich bin ja nicht Herr der Situation hier. Ich tue nur Dinge, die ich glaube, die ich tun Zum sollte. Beispiel basteln von Geräten. Ach, Herrgott. Warte mal, ich gucke mal, ob ich noch irgendwas Cooles bauen kann. Guck mal, ich kann richtig geile Sachen bauen. Das sollten wir ab und zu machen. Ja, ich denke da auch manchmal gar nicht dran, ey. Ich weiß auch nicht. Immer wenn dann so eine Woche vergeht, dann vergisst du immer die Hälfte und dann so, ne, mit Alien kenne ich gar nicht. Naja. Ihr kleinen Sadisten, Alter. Ein Müh hat's mich gekriegt. Ehrlich, ey. Die lassen uns keinen Moment des Triumphes. Ja, vor allem, du denkst dann immer gar nicht so dran, bist dann voll aufs Spiel fokussiert und dann so, bam, kommt da so ein Sound. Wieso ist hier in Achtung? Müssen wir hier irgendwas tun? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, ich habe die alle gegrillt hier, glaube ich, in der Sektion, was richtig gut ist. So. DigiDS habe ich genau gelesen. Ja, ihr müsst aufpassen, dass die PNs, ihr müsst uns, glaube ich, einen anderen Chat einblenden, weil sonst sehen wir die PNs, die geschrieben werden hier. Und das könnte uns den einen oder anderen Schrecker vorwegnehmen. Ja gut, ich meine, wenn du konzentriert bist, dann denkst du ja eh nicht dran. Scheiße. Nee, jetzt ist es das weg. Das mussten wir tun. Wir mussten das abspielen. Okay. Das habe ich natürlich nicht gelesen, was da steht. Was sie gesagt hat. Aha. Auf Wiedersehen, Dirk. Dirk macht Feierabend. Ah. Ich steck freitags früher nach Hause gehen. Oh mein Gott. Drücken Sie in den passenden Tastenbewegungen, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Ach so, ah, okay, sehe, okay, verstehe. Alles klar. Ach so, also wenn es aufblinkt, aber kurz die Taste. Ach so. Sieht immer erst ein bisschen komplizierter aus, als es dann im Endeffekt ist. Wie immer. Ist hier wer? Gehen wir noch nicht, ne? Gut, dann gehe ich jetzt hier nochmal speichern. Ich glaube, dass wir die gegrillt haben, Alter. Ich glaube, du wolltest gerade sagen, aufstehen. Kannst du ganz normal hier. Hast du wunderbar gemacht, muss ich sagen. Mehr Glück als Verstand. Aber ich bin auch Sonntagskind.
Aber du kannst auch nur besser sein als ich, weil die blamable Leistung, die ich zu Anfang hingelegt habe, die war jetzt nicht gerade gut. Aber manchmal fragst du dich halt immer. Ne? Glück um Unglück, ne? Wir waren hier irgendwie schon und haben jetzt aber sind nochmal zurück und haben die gegrillt aus Versehen. Heute ist aber nicht mein Tag, muss ich sagen. Nee? Nee, irgendwie nicht. Heute ist nicht mein Jahr. Ich weiß nicht, mit dem falschen Fuß in der Arbeit aufgestanden, wollte ich jetzt sagen, aber... Irgendwas wackelt hier. Der ist kalt. Oh je. Die braucht vielleicht die Drogen. Umarmung. Okay, jetzt sollen wir was? Hier reinlaufen? Okay. Ach, warte mal, wegen Strahlung vielleicht? Sterben wir? Nö, ja, das ist gleich verstrahlt. Hä? Ah, jetzt fährt das Ding hoch. Okay. Ah. Ah, da kommt was. Ja. Da rein? Okay. So, und jetzt haben wir den Prolog fertig und jetzt geht das richtige Spiel los. Ich fürchte das. Das wäre der Graus schlechthin. Geil, was kommt jetzt? Das ist aber komplett Zwischensequenz. Okay, ich kann nichts machen. Leider ruckelt das ziemlich krass. Ich weiß gar nicht warum. Was zur Hölle? Weyland Yutani. Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Ja. Ob sie im Original Hundesöhne sagt? Man munkelt. Was? Scheiße. Ah! Ah! Wer war das? Name und Adresse, dann gibt's das auf die Fresse. Okay, untersuchen Sie den Reaktor. Ja, da ist ganz viel Metall. Lassen Sie Apollo von unterhalb des Kerns. Da unten war ja so ein Weg, aber wie kommt man da hin? Soll ich erstmal nochmal speichern? Das wäre eine coole Sache. Gut, die Sequenz. Okay, alles klar. Hat sich das auch erledigt. Geil, dass wir die gegrillt haben. Das hat mir richtig Ruhe jetzt gegeben, ey. Drei Stück auf einen Streich. Freu dich nicht zu früh, wollte ich gerade sagen, aber. Oh jo, jetzt gerade wo Matisse und Buddy da sind. Buddy, hast du Trunks gefunden mittlerweile? Und wann hast du ihn gefunden? Interessiert mich. Es gibt so eine. Matisse und ich haben mal Buddy besucht in Hamburg und waren auf dem Flohmarkt. Und Matisse hat auf dem Flohmarkt so eine richtig hässliche Trunks-Figur. Trunks ist so ein Charakter aus Dragon Ball. Ja, kenne ich. Ich nicht, deswegen. Ach so. gekauft und die bei Buddy einfach ins Regal gestellt und irgendwann so Wochen später Buddy so, Matisse, deine hässliche Figur ist hier! Und dann hat Buddy die zum letzten Stream, zum Unplugged-Stream mit hier hingebracht und hier wollte er sie in die Deko stellen und Matisse hat sie dann genommen und bei Buddy in die Kameratasche getan. Und Buddy ist den nächsten Tag nach Griechenland geflogen zum Dreh. Und wir hatten halt, wir wollten eigentlich ihm noch so ein kleines Hawaii-Hemd anziehen oder so, dass Trunks auch mal Urlaub macht. Aha. Geil. Oh, habe ich es hart gespoilert? Wurde gegebenenfalls mein tolles Equipment beschädigt? Nicht mit mir, Freundchen. Oh, das gibt mir mal ein Beef, du. Also hat er es gefunden. Die ist schön im Studio versteckt? Die ist hier irgendwo im Studio? Nee. Er hat Trunks wieder ins Studio gepackt? Really? Er hat sie gefunden in der Kameratasche noch und die ist hier irgendwo im Studio? Verrückte Welt. Ey, guck mal in der Regie, ob irgendwo Trunks steht. So eine kleine hässliche Figur. Nee. Aber vielleicht ist er auch jetzt ganz geschickt und sagt es einfach, damit wir hier suchen, wie blöde. Das ist schon wieder 2-3 Wochen her. Die ist jetzt hier im Studio versteckt? Diese hässliche Figur? Scheiße. Ich hab damit nichts zu tun mit dieser Trunks-Sache. Macht das unter euch aus. Herrgott.
Okay, bla bla, menschliche Interaktion, hier ist sonst nichts. Keine Zahlencodes, die wir brauchen, hier ist nichts drin. Audio ist auch nichts. Ab da runter. Die Regie sucht gerade Trunks. Hä, ist der hier im Studio oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wo könnte der denn sein? Also ich habe schon die Sets wieder ein, zwei Mal umgebaut und mir ist ja nie so aufgefallen. Gibt's doch nicht, ey. Im Kühlschrank vielleicht. Oder hier vorne vielleicht im Schrank. Kann mal einer aus der Regie gucken, ob er hier im Funset im Kühlschrank ist? Das lässt sich doch jetzt nicht los, ey. Ich muss den finden. Hat er den gefunden in der Kameratasche noch? Wir haben uns so gefreut, dass Trunks Urlaub macht in Griechenland. Oh, Dudes. Oh. Aber gut, die ganze. Ja, bis auf den. Kannst du wieder mit der Mine wegklatschen, glaube ich, ne? Wie er wieder A und D vertauscht, ey. Das ist schon krass. Okay, ladet. Crazy, ne? Der Reaktor. Ich glaube, da wird jetzt auch richtig harter Shit passieren. Ein bisschen duschen. Ey, die schwitzt bestimmt auch bei dem ganzen Scheiß, ne? Oh, Speicherstation. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Bevor wir wieder draufgehen und den ganzen Salat nochmal machen müssen. Ah, oh, da komme ich gar nicht hin. Oh, nee. Ja, da musst du, glaube ich, dann... Ich tippe auf einmal rum. Really? Guck mal, Alter, als wäre niemand... Jeder könnte da drüber klettern. Ich bitte dich. Vielleicht hätte ich einen angeknacksten Fuß und kann deswegen vielleicht... Ich hasse das in Videospielen. Oh. Noch besser für die unsichtbare Mauer. Da könnte ich ausrasten. Oh je. Nee, du darfst hier nicht lang. Ich habe immer gedacht, Resident Evil 4 wäre mit Quicktime-Events ekelhaft, ne? Aber das ist schon... Ist der im Kühlschrank? Achso, du guckst jetzt, ne?